Kanzlerin Angela Merkel will im Streit mit den USA über die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 nicht zurückweichen. Man habe aber nicht die Absicht, mit Gegensanktionen zu reagieren. Wir sind gegen exterritoriale Sanktionen, das auch nicht erst seit diesem Beschluss gestern, sondern auch im Blick auf den Iran haben wir dasselbe Problem zu gewärtigen. Und ich sehe auch keine andere Möglichkeit, als Gespräche zu führen, aber sehr entschiedene Gespräche, dass wir diese Praxis nicht billigen. Auch Russland hat die Sanktionen im Zusammenhang mit dem Bau der Gaspipeline kritisiert. Diese Strafmaßnahmen verstießen gegen das Völkerrecht und seien ein Beispiel für unfairen Wettbewerb, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch. Er erwarte aber, dass das Projekt erfolgreich abgeschlossen werde. Nord Stream 2, das russisches Gas nach Deutschland transportieren soll, ist weitgehend fertiggestellt. Verlegt werden müssen noch Rohre auf einer Strecke in dänischen Gewässern. Die US-Sanktionen könnten die ausführende Firma, das schweizerisch-niederländische Unternehmen Allseas, treffen. Nach dem Repräsentantenhaus hatte auch der Senat am Dienstag die US-Sanktionen gebilligt. Nun muss Präsident Donald Trump das Gesetz unterzeichnen, was als sicher gilt.